Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Gestern Morgen habe ich zwei traurige Videos auf YouTube gesehen und deswegen habe ich meinen eigentlichen Plan für heute etwas geändert, denn ich möchte über diese Themen sprechen. Und zwar geht es sich um andere YouTuber in der Outdoor-Szene und vor allen Dingen, ich sag mal, Rückschläge oder Schicksalsschläge, die halt betroffen haben. Und die komplette Outdoor-Situation, wie sie aktuell in Deutschland ist, denn man hat einfach das Gefühl, dass man diese Outdoor-Szene in Deutschland immer mehr regulieren möchte. Und das soll heute das Thema des Videos sein. Viel Spaß dabei. Im ersten Beitrag geht es um das Video, was Survival Martin gestern Morgen gepostet hat. Wer Survival Martin nicht kennt, er und Fritz Meinecke sind meiner Meinung nach die beiden Outdoor-Typen, welche die Outdoor-Szene in Deutschland sehr stark mitgestaltet haben. Also ich selber bin jetzt so seit 2012, 2013 dabei, habe damals angefangen, da war mein absoluter Favorite Kai Sackmann, von dem kommt später auch nochmal ein Beitrag. Aber Fritz Meinecke und Survival Martin waren halt diejenigen, die halt eher so die jugendliche Zielgruppe angesprochen haben und die halt sehr viel in der Outdoor-Szene bewegt haben. Und eines der letzten Projekte war halt zum einen der Bunker, den sich Survival Martin gebaut hatte und dann halt noch so eine Hütte auf dem gleichen Grundstück. Auf dem Video sieht man es hier auch im Hintergrund. Da ist halt der Eingang zu diesem Bunker zu sehen. Und lange Zeit hatte Survival Martin halt gesagt, dass dieser Bunker in Polen stehen würde, einfach weil er zum einen die Community nicht unbedingt zu diesem Bunker hinlocken wollte und der andere Hintergrund war auch, dass er das komplette ohne Baugenehmigung gebaut hat und vor gut einem Jahr wurde dann halt der Standort dieses Bunkers geleakt. Das hat sich dann rumgesprochen und so hat Martin gestern den Post veröffentlicht, dass er halt die Aufforderung bekommen hat, den Bunker zurückzubauen, ebenso wie die Hütte, weil halt beides ohne Baugenehmigung errichtet worden ist. Wer den ganzen Beitrag sehen möchte, schaut einfach in die Videobeschreibung, da ist das Video drin. Ich möchte jetzt hier keine Reaction drauf machen, sondern schaut euch das Video lieber beim Creator an, dann hat er mehr davon. Generell geht es aber darum, er hat halt die Sachen gebaut, ohne eine Baugenehmigung zu haben. Und wie es in Deutschland nun mal ist, muss das Ganze jetzt wieder zurückgebaut werden. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für Survival Martin. Einfach, es geht jetzt weniger um das Geld, was da reingesteckt worden ist. Das war natürlich auch ein beachtlicher Betrag. Aber zum anderen geht es halt einfach darum, die Erinnerungen, die man da geschafft hat. Und mal ganz ehrlich, Deutschland hin und her, die ganze Bürokratie, das ist ja eine Sache. Aber er hat da in einem Wald eine Hütte gebaut und einen Bunker. Das Ganze sieht sogar ordentlich aus. Also das ist jetzt nicht irgendwas Verwahrlostes oder irgendwie was dahingeklatschtes, was die Natur total schädigen würde. Es stört eigentlich keinen Menschen und es ist schwer verständlich, warum er das jetzt wieder zurückbauen muss. Klar, es gibt halt Richtlinien. Wenn man in Deutschland irgendetwas baut und man ist halt Bauherr und man baut es ohne Baugenehmigung, dann geht man halt immer das Risiko ein, wenn man erwischt wird, dass man es zurückbauen muss. Wenn es jetzt in einem Dorf wäre oder in einer Stadt, wo das ganze Stadtbild verändert werden würde, würde ich es verstehen. Oder aber auch in der Natur, wenn es jetzt direkt an einem Wanderweg wäre, wo es halt die Wanderer belästigen würde. Okay, kann man immer drüber streiten. Natürlich müssen für alle die Gesetze gleich gelten. Aber insgesamt finde ich es wirklich, wirklich sehr schade, dass man hier so hart vorgegangen ist und man Martin jetzt dazu zwingt, das Ganze wieder zurückbauen zu müssen. In diesem Sinne hoffen wir, dass der ganze Rückbau einwandfrei funktioniert. Und dass es da im Nachhinein nicht noch weitere Konsequenzen für Martin geben wird. Und ja, wie es viele auch in seinen Beiträgen geschrieben haben, eine Tür schließt sich, dafür geht eine andere Tür auf. Also hoffen wir, dass Martin am Ball bleibt. Ich gehe mal davon aus, YouTube ist ja sein Lebensinhalt, beziehungsweise er verdient damit sein Geld, deswegen wird er da auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Und hoffen wir halt einfach, dass dann weitere Projekte folgen werden, die halt ebenso interessant sind, wie eben die Projekte um das Haus wie auch um den Bunker waren. Ich habe die Videos dazu wirklich sehr geschätzt. Schade, dass es jetzt vorbei ist. So, und das Wahnsinnige an der ganzen Geschichte ist, nachdem ich dieses Video gestern von Martin gesehen hatte, was mich schon so ein bisschen geschockt hatte, was ich halt sehr traurig fand,
Nur wenige Minuten später wurde dann ein Video von den Naturensöhnen veröffentlicht. Und auch dieses habe ich jetzt unten in den Kommentaren mal, in der Beschreibung mal verlinkt, dass ihr euch das anschauen könnt. Und zwar ist wohl jemand auf das Gelände der Naturensöhne eingedrungen. Beziehungsweise die Naturensöhne haben ja immer wieder gesagt, wenn jetzt jemand hier hinkommen möchte und er möchte hier feiern und so weiter, ist überhaupt kein Problem. Sehr feiner Zug von Andy und Gerrit. Aber sie bitten halt darum, dass das Ganze ordentlich wieder hinterlassen wird. Und jetzt ist es halt so, dass halt wohl Fremde auf dem Grundstück gewesen sind. Die waren auch in dem Grubenhaus drin. Das kennt ihr ja vielleicht noch. Das war, wo die dieses Riesenloch da gebuddelt haben. Dann wurde da ein cooles Dach drüber gebaut mit dem Kamin und alles. Da gab es ja auch mehrere Teile dazu. Das Ganze sah am Ende wirklich schmuck aus. Und das Problem ist, es war jemand auf dem Gelände, hat wohl da ein Feuer gemacht. Und man weiß jetzt nicht, ob es Absicht war, also ob es Brandstiftung war oder ob jemand vielleicht einfach unachtsam war und wieder gegangen ist, während das Feuer noch am Brennen war. Tatsache ist, das Grubenhaus ist abgebrannt. Ist natürlich auch zum einen ein wirtschaftlicher Schaden, zum anderen hat man in den Videos gesehen, wie viel Zeit und Arbeit die beiden da reingesteckt haben. Also jeder, der mal im Wald ein bisschen aktiv war und ein bisschen im Holz rum gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit es macht, diese blöden Stämme da durch die Gegend zu schleppen und alles. Und auch hier ist es natürlich unglaublich traurig, dass das Grubenhaus jetzt abgefackelt ist. Es ist wirklich komplett weg. Wie gesagt, schaut es euch in dem Video an. Es ist der Hammer. Und es war im Endeffekt noch Glück, dass das Ganze nicht auf den Wald übergesprungen ist, sonst hätte das ein Riesenfiasko werden können. Ja, in dem Sinne auch sehr traurig für die beiden. Aber sie haben schon angekündigt, dass sie die Situation jetzt nutzen wollen, um halt das Grubenhaus 3.0 zu bauen. Ich weiß nicht, wer Andy und Gerrit längere Zeit verfolgt. Ich glaube, die beiden sind ja jetzt seit ungefähr so 4, 5 Jahren ungefähr in der Outdoor-Szene aktiv. Sie hatten ja früher schon mal ein Camp, wo es dann aus irgendeinem Grund zu der Situation kam, dass sie das ganze Camp wieder zurückbauen mussten. Ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Waldbesitzer gefordert worden war oder vielleicht auch vom Bauamt oder von wem auch immer. Auf jeden Fall mussten sie dieses Camp dann wieder abreißen. Das war halt das Grubenhaus 1.0 mit dem ganzen Drumherum. Jetzt das neue Camp. Ich meine, wer die Videos verfolgt hat, der sieht ja, wie gigantisch das mittlerweile geworden ist mit den Türmen und mit allem drum und dran. Man sieht auch einfach, wie viel Liebe die beiden da reinstecken. Das ist halt so eine Herzensangelegenheit. Ja, und wie gesagt, gestern Morgen diese beiden Nachrichten, zum einen das von Survival Martin, zum anderen dann jetzt das von den Naturensöhnen. Auch hier natürlich viel Glück weiterhin, viel Erfolg für die Zukunft und ich hoffe, dass ihr ein richtig cooles Grubenhaus 3.0 bauen werdet, was alles vorhergesehene in den Schatten stellt. In dem Sinne, weiter so. Ich sagte es ja bereits vorhin, ich bin jetzt auch schon seit längerer Zeit in dieser Szene dabei, habe allerdings selber nie so viele Sachen auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, weil ich einfach die Dinge für mich selber gemacht habe. Aber trotzdem gab es ja noch andere, ich sag mal, sehr interessante Vorfälle, die halt die Outdoor-Szene etwas bewegt haben, beziehungsweise wo Outdoor-YouTuber einen schweren Rückschlag erhalten haben. Hier sieht man es gerade. Das ist ein Video von Fritz Meinecke. Wer die Geschichte nicht kennt, Fritz Meinecke hatte damals mal seine Wohnung aufgegeben und ist quasi direkt in seine G-Klasse eingezogen. Ja, das mag für viele junge Männer auch vor allen Dingen so ein Traum sein, weil man dann einfach diese Freiheit hat. Man kann irgendwo hinfahren, man kann einfach da pennen und dann am nächsten Morgen fährt man weiter oder man bleibt einige Tage da. Fand ich auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, was Fritz Meinecke da gestartet hat. Das Problem ist, er hatte bereits im Verlauf dieser Serie Bescheid gegeben, dass halt immer wieder Zuschauer auf ihn aufmerksam werden. Ich meine, natürlich, Fritz Meinecke ist bekannt. Man sieht es hier auch auf der G-Klasse, dass da hinten auf den Scheiben der Aufkleber drauf war von seinem YouTube-Kanal. Natürlich zieht das Aufmerksamkeit auf sich. Und ich sag mal so, wenn man so ein Projekt startet und man möchte halt viel unterwegs sein und es kommen dann Zuschauer auf einen zu, die dann einfach vielleicht mal ein Selfie machen wollen oder irgendwas, das ist natürlich schön und gut. Anders ist es aber wohl, wenn es da Hater gibt, die meinen, sie müssten die Leute unbedingt schädigen. Und genau das war hier der Fall. Fritz Meinecke war wohl bei seinen Eltern oder irgendwo zu Besuch. Der Wagen stand vor der Tür und dann, während er oben war, wurde quasi in sein Auto eingebrochen. Die ganze Technikausrüstung wurde geklaut. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ja Fritz auch bestimmt schon seit 7, 8, 9 Jahren auf YouTube unterwegs. Das heißt, er hatte sich eine Drohne angeschafft, hochwertiges Kamera-Equipment und alles, was halt eben wegen dem Projekt in dem Auto gelagert war und der ganze Kram wurde geklaut. Da gibt es ja immer wieder so Stories. Ich meine, bei Montana Black war es ja auch so, dass jemand bei ihm zu Hause eingebrochen ist und sowas. Gut, wer viel hat, der schafft sich viele Neider. Ich weiß nicht, warum es Menschen dazu bringt, unbedingt
irgendwo einzubrechen und die Leute zu schädigen oder sogar das Risiko einzugehen, jemanden vor Ort anzutreffen, den sie dann verletzen müssten, verstehe ich einfach nicht. Aber auch das hier war natürlich ein schwerer Rückschlag für Fritz damals. Aber einfach mal zur Motivation für Martin und auch für die Naturensöhne, dass man sehen kann, wie sich das entwickelt. Das war vor 2, 3 Jahren mit der G-Klasse und nur kurze Zeit später hat dann Fritz dieses Projekt Seven vs. Wild aus dem Boden gestampft und ich glaube, das war sein größter Erfolg in dem Sinne. Vielleicht ist es ja einfach eine Motivation auch für die drei, einfach weiterzumachen und ja, hoffen wir, dass sie dann ebenso ein erfolgreiches Format. Natürlich sind die beiden Kanäle auch so schon gigantisch und sehr erfolgreich, aber dass sie dann trotzdem noch ein cooles Projekt machen, was ebenso viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie beispielsweise Seven vs. Wild. Weiterer Fall, der in den letzten, ich glaube, 2, 3 Jahren sehr interessant war, ist der Fall von Vanessa Blank. Wer Vanessa Blank nicht kennt, sie ist quasi das Gegenstück zu Fritz Meinecke und Survival Martin in der frauenbezogenen Outdoor-Szene. Viele werden jetzt wahrscheinlich eher so an Sabrina Outdoor denken. Sabrina und Nicole, die hatten ja quasi einen Raketenstart hingelegt, nachdem sie damals von Fritz so unterstützt wurden. Danach hatten sich die beiden getrennt. Und seitdem ist Sabrina allein unterwegs. Sie war jetzt auch bei Seven vs. Wild dabei in der zweiten Staffel. Hat da sehr erfolgreich performt. Aber Vanessa Blank ist wesentlich länger in der Outdoor-Szene aktiv, beziehungsweise öffentlich auf YouTube in der Outdoor-Szene aktiv. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden tatsächlich mehr Erfahrung hat. Aber von Vanessa gibt es halt hunderte Videos, die sehr, sehr interessant sind. Und bei ihr war es so, dass sie eine Zecke gebissen hat. Und ich meine, jeder, der Outdoor unterwegs ist und gerade hier bei uns in Bayern, Baden-Württemberg, da ist es ja mit den Zecken unheimlich schlimm. Es kann also jeden treffen, es kann jeden erwischen. Und hier konnte man es quasi, ja, ich sag mal, live mitverfolgen, was dann passiert, wenn man diese Neuroborreliose bekommt. Vanessa wurde also quasi komplett erwischt. Es hat sie sehr schwer getroffen. Und sie war damals auch im Krankenhaus. Sie hat mit den Folgen heute noch zu kämpfen, weil sie halt einfach körperlich geschwächt ist und sowas. Das war natürlich auch damals eine sehr schreckliche Geschichte, die vor allen Dingen die Fans von Vanessa natürlich sehr berührt hat. Aber sie hat es geschafft. Auch sie ist noch weiterhin aktiv, macht halt sehr viele Videos weiterhin. Aktuell einiges mit Jörg Sprave, wo es um das Thema Waffenrecht geht. Da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das war auch eins von den, ja, ich sag mal, von den Outdoor-Rückschlägen in den vergangenen Jahren, die halt Eindruck hinterlassen haben. Und man sieht es schon, wenn es um die Kanäle geht. Ich bin da halt querbeet unterwegs. Ich interessiere mich halt sehr viel für den Outdoor-Bereich. Ich schaue auch Backpacker Wilderness oder Ein Mann im Wald oder auch, ja gut, Reini Rossmann hat jetzt nicht so viel mit der Outdoor-Szene selber zu tun, sondern macht eher so mit Messern und sowas. Aber finde ich auch sehr interessant. Kai Sackmann natürlich, also Sacki. Und das sind so die Kanäle, die ich halt sehr oft schaue. Und da sieht man halt immer sehr viele Sachen, die halt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Bestes Beispiel zum Beispiel Niklas on Fire, Seven vs. Wild Staffel 1, am ersten Tag so dumm verunglückt. Dumm im Sinne von nicht, dass er sich dumm angestellt hat. Hat er vielleicht auch, aber hätte wahrscheinlich jedem passieren können, der einmal einen Augenblick unachtsam ist. Und das hätte ihn fast die Teilnahme an Seven vs. Wild gekostet. Er hat dann trotzdem durchgezogen. Respekt dafür. Aber da sieht man es, es gibt so viele Sachen, wo man sich miteinander auseinandersetzen muss. Zum einen ist es die Outdoor-Szene. Zum anderen ist es natürlich, dass halt Fans einen aufsuchen, wie jetzt zum Beispiel bei den Naturensöhnen mit dem Camp, und da Schaden anrichten, auch wenn sie vielleicht einfach nur Müll hinterlassen. Aber das ist natürlich auch etwas, das geht einfach nicht. Man ist da auf einem fremden Grundstück, dann hat man sich einfach trotzdem so zu verhalten wie ein Gast. Das heißt, man geht wieder weg und räumt alles auf oder man sorgt auch dafür, dass alles wieder in Ordnung ist. Oder aber eben Hater, die bewusst jemanden angreifen oder die Wertgegenstände jemand anderen entwenden. Oder wie hier im Fall halt mit der Zecke, das heißt einfach ein gesundheitliches Risiko, was man auch eingeht. Und das sind halt alles Sachen, die die Outdoor-Szene sehr weit beeinflussen. Das waren jetzt so die vier Themen, die ich einfach mal ansprechen wollte. Ganz einfach, um zu zeigen, die Outdoor-Szene hat es in Deutschland ohnehin schon nicht so leicht. Wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Schweden, wo man quasi überall zelten dürfte. Oder auch in vielen anderen Ländern, wo das Zelten wesentlich einfacher gestaltet ist als wir hier in Deutschland, beziehungsweise überhaupt draußen übernachten zu dürfen. In Deutschland ist das so unglaublich schwierig. Also auf legale Art und Weise zu zelten geht fast nur auf Campingplätzen. Oder man hat vielleicht
irgendeinen Bekannten, wo man nachfragen kann, hey, kann ich vielleicht mal bei dir im Wald übernachten oder darf ich da zelten? Feuer machen, okay. Die Regelungen sind natürlich völlig nachzuvollziehen, dass man in einem gewissen Zeitraum kein Feuer machen darf. Man will ja auch keinen Waldbrand aus verursachen, dass man beispielsweise nicht einfach auf irgendeiner Wiese jetzt zelten darf. Gut, die Wiese gehört natürlich auch irgendwem und da ist wahrscheinlich auch ein Faktor, dass es in der Vergangenheit immer irgendwelche Idioten gab, die nicht wussten, wie sie sich zu benehmen haben. Ich denke, das hat viel damit zu tun, denn wenn man irgendwo zeltet und man verlässt das Grundstück am nächsten Morgen einfach so, wie man es betreten hat, wieder, dann wird der Besitzer des Grundstücks wahrscheinlich weniger ein Problem damit haben, als wenn man jetzt da ein Feuer macht und die Wiese beschädigt oder seinen Müll da liegen lässt oder im schlimmsten Fall vielleicht noch irgendwo sein Geschäft verrichtet und das nicht ordentlich beseitigt. Gut, das sind halt natürlich viele, viele Sachen, die da Einfluss darauf haben. Da gab es auch ein sehr interessantes Video von Kai Sackmann, das zeige ich euch jetzt nochmal. Übrigens, das Video von Vanessa und auch das von Fritz sind natürlich ebenfalls unten verlinkt in der Beschreibung. Also ihr könnt alle Videos, die ich hier vorstelle, über die Links unten aufrufen und euch die selber mal anschauen, für den Fall, dass ihr nicht genau wisst, was da passiert ist. Und in den Videos wird halt sehr gut darüber aufgeklärt. So, und hier ist ein interessantes Video von Kai Sackmann, also Sacki. Wer den nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal in seinen Kanal reinschauen. Unglaublich interessanter Content. Und er hat hier mal eine Statistik erstellt, wieso die Fläche von Deutschland aufgeteilt ist. Also was entfällt auf Felder, auf Bioreservate und sowas. Und das sollte man sich einfach mal anschauen. Der Link dazu auch ebenfalls unten in der Beschreibung. Dann sieht man einfach mal, wie viel Raum in Deutschland überhaupt zur Verfügung wäre, welchen man für die Outdoor-Szene nutzen kann. Wenn man zumindest auf der legalen Art und Weise Outdoor betreiben möchte. Schaut es euch an, also das ist sehr interessant und ich glaube, es wird einigen die Augen öffnen, die halt immer wieder fragen, hey, darf ich da und da zelten, darf ich da und da übernachten, kann ich da und da ein Feuer machen? Es ist in Deutschland schwieriger, als wie ihr euch vorstellen könnt. Ein weiterer Punkt, welcher es der Outdoor-Szene in Deutschland immer schwerer macht, ist natürlich auch dieses Waffenrecht. Nicht falsch verstehen, ich werde das jetzt noch etwas genauer erklären. Aber aufgrund dieser Reichsbürger-Razzia, man sieht es hier im Hintergrund, dass das Video von Nancy Faeser wurde ja dieses Waffenrecht wieder angesprochen. Und ich muss Folgendes dazu sagen. Also ich bin jetzt in den 70er Jahren geboren worden. Da war das Waffenrecht noch sehr weit aufgeweicht. Ich weiß, dass viele Schusswaffen zu Hause haben konnten. Viele hatten diese auch im Besitz. Manche mit Waffenbesitzkarte, falls es das damals schon gab, das weiß ich nicht, weil damals war ich halt selbst noch Kind und Jugendlicher. Aber mir geht es auch eher so um den Messerbereich, weil das ist für mich wirklich ein Werkzeug. Es geht sich bei mir bei einem Messer nicht darum, jemanden anzugreifen und zu verletzen. Ich sehe es tatsächlich als Werkzeug an, was ich brauche, um zu schnitzen, um Holz zu spalten oder um irgendwas vielleicht loszubrechen. Und ja, ich weiß so, wo ich so 18, 19, 20 Jahre alt war, da gab es zum Beispiel diese Butterfly-Messer. Das ist ja heutzutage ein illegaler Waffengegenstand. Früher für uns war es ein Spielzeug, weil für uns war es halt interessant, das in der Hand einfach hin und her schwingen zu lassen. Da ging es nicht darum, wer hat die besten Skills im Hinrichten von Menschen, sondern einfach darum, wer kann cool mit dem Messer umgehen. Jetzt, wie gerade angesprochen, durch diese Reichsbürger-Razzia, durch diese Krawalle auf Silvester, jetzt gab es vor kurzem in Schleswig-Holstein diesen Messerangriff im Zug. Es wird also Waffenrechtsverschärfungen geben. Aktuell ist es ja so, laut Paragraph 42a darf man Messer mit einer Länge von 12 cm mit sich führen, falls die Klinge arretiert. Springmesser und sowas sind generell verboten. Gut, Springmesser wäre jetzt auch nichts, was man so in der Outdoor-Szene unbedingt braucht. Die 12 cm Klingenlänge schränkt einen schon etwas ein, aber ist noch ein Maß, mit dem man arbeiten kann. Das Problem allerdings ist jetzt werden schon Gespräche darüber geführt, die Klingenlänge auf 4 cm zu regulieren. Also 4 cm, das ist, ich habe hier mein Swiss Champ. Ich glaube, die Klinge davon, die ist alleine schon um die 60 mm. Also Klingenlänge von 40 mm, das ist ein absoluter Witz. Das kann, also das dürfte ungefähr der kleinen Klinge entsprechen. Dass das reicht dann vielleicht nochmal, um ein Paket aufzumachen und sowas. Okay, wenn es jetzt darum geht, in Geschäften und sowas, macht das für mich schon Sinn. Also da hätte ich jetzt nichts dagegen. Das Problem ist aber, wenn man jetzt in der Outdoor-Szene unterwegs ist und die Outdoor-Szene ist dummerweise in Deutschland kein anerkanntes Hobby.
Das ist das eigentliche Problem. Wenn man eine größere Klingenlänge für das Hobby benötigt, beispielsweise Bergsteigen, dann dürfte man sogar ein Einhandmesser mit sich führen. Bergsteigen ist ein anerkanntes Hobby. Bushcraften, Outdoor eben nicht. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Tour mache durch Deutschland und habe dann halt mein 12 cm Messer dabei, was ja aktuell noch legal wäre, nur wenn sich dieses Gesetz durchsetzt, dass das auf 40 mm verkürzt werden sollte, dann bin ich echt aufgeschmissen. Weil man kann damit im Outdoor-Bereich kaum etwas anfangen. Man kann vielleicht damit gerade noch so ein bisschen schnitzen, aber mit einer 40 mm Klinge zum Beispiel ein 12 mm Seil durchzuschneiden, was man ja auch zum Kraxeln oder sowas braucht, da tut man sich schon echt schwer mit. Oder betonen oder Feuerholz damit herrichten, ja, keine Chance. Geht wahrscheinlich. Klar, wenn man Felix Imler heißt zum Beispiel mit dem Victorinox, welches auch schon eine längere Klinge hat als 40 mm, da kann man natürlich fast alles mitmachen. Aber ich sag mal so, der normale Outdoor-Typ, so vielleicht auch eher etwas unerfahrenere Outdoor-Typ, der wird sich damit echt schwer tun. Und die Gefahr, die ich dabei sehe, wenn ich jetzt halt beispielsweise eine Deutschland-Tour mache oder ich bin längere Zeit im Wald unterwegs und ich bekomme vielleicht zwischendurch einfach mal Hunger und will oder Durst und möchte mir im Geschäft was kaufen gehen, dann habe ich ein Problem, weil ich darf mit dem Messer den Laden wahrscheinlich nicht betreten und ich kann ja schlecht meinen Rucksack draußen vor der Tür stehen lassen. Da ist dann die Frage, ja gut, viele werden jetzt sagen, ja gut, so oft wirst du ja eh nicht kontrolliert werden und die Wahrscheinlichkeit, dass man dich da erwischt, ist ja auch eher gering. Ja, ist richtig. Ich weiß es aber von einem ehemaligen Klassenkamerad, der ist erwischt worden mit einem Messer, welches eine Klingenlänge über 12 cm hatte. Er konnte es nicht rechtfertigen, warum er das dabei hatte, weil er auch im Hobbybereich unterwegs war, wobei das Hobby aber in Deutschland nicht anerkannt wird, was ich gerade schon angesprochen hatte. Und der hat dafür richtig einen auf den Deckel bekommen. Also das ging in einen fünfstelligen Betrag rein und hatte noch andere Konsequenzen. So viel am Rande. Deswegen ist halt die Frage, ob das wirklich Sinn macht, denn das Problem ist ja nicht das Waffenrecht, was wir in Deutschland haben. Das Problem ist, dass nicht rigoros durchgegriffen wird. Ich will jetzt hier gar keine Debatte anfangen über irgendwelche Herkunftsländer oder was weiß ich was oder wer der Täter ist, weil es gibt genauso viele deutsche Idioten wie auch Idioten, die vielleicht aus dem Ausland hinzugereist sind. Das steht für mich völlig außer Frage. Aber das Problem ist, man müsste da einfach rigoroser durchgreifen. Dann könnte man dieser Waffenkriminalität wirklich etwas entgegensetzen. Und man müsste vielleicht auch als Polizist einfach mal etwas genauer hinschauen. Denn wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, gut, es gibt viele, die laufen auch mit Tarnklamotten im Wald herum, weil die sich dann einfach eher verbunden würden mit der Natur. Ich bin halt jemand, ich habe halt eine ganz normale Softshelljacke an oder eine ganz normale Outdoorhose, vielleicht auch einfach nur mein Kapuzenpulli, wie sonst auch immer. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so draußen im Wald rumlaufe mit meinem Kapuzenpulli, Käppi und meiner Outdoorhose, vielleicht noch meine Lowa-Stiefel, die Bundeswehr-Stiefel halt sehr ähnlich aussehen und ich werde dann kontrolliert, dann werden die eher denken, okay, der Typ hat einen an der Waffel, der will hier draußen Krieg spielen, als wie die Tatsache, dass ich einfach nur draußen bin, weil ich der Natur nahe sein möchte. Und deswegen, ja, wollen wir mal schauen, wohin sich diese aktuelle Lage jetzt entwickeln wird. Aktuell ist es ja eher so, dass man halt die Armbrüste und sowas weiter regulieren möchte oder auch halbautomatische Schusswaffen. Okay, schauen wir mal, wenn es dabei bleibt, belastet es mich persönlich jetzt weniger. Gut, die Schützenvereine und sowas, die haben ohnehin ihre Regulierungen, wie sie da mit den Waffen umgehen, beziehungsweise welche Auflagen die Mitglieder dieser Vereine halt erfüllen müssen, dass sie halt in einen Waffenbesitz kommen dürfen. Die wird es also auch weniger belasten. Und von daher, wenn es jetzt nur um die Schusswaffen weiterhin gehen wird, könnten wir nochmal mit einem blauen Auge davonkommen. Wenn aber jetzt wirklich dieses Gesetz durchkommen sollte, dass die Klingenlänge auf 40 mm reguliert wird im Outdoor-Bereich oder generell im Messerbereich, dann wird das hier Deutschland ganz schön umkrempeln. Weil wie gesagt, jedes Victorinox wäre dadurch illegal, jedes Leatherman wäre dadurch illegal. Ich habe ja hier mein Bibery, das ist ja jetzt schon illegal, weil es halt eine Einhandklinge ist. Auch absolut lächerlich, aber es ist halt die deutsche Gesetzeslage. Das heißt, auch das dürfte ich jetzt schon draußen nicht mehr mit herumführen. Jetzt gibt es ja immer wieder diese Argumentation, ja, aber für den Film- und Drehbereich gibt es ja Ausnahmeregelungen und du bist ja YouTuber. Nein,
Also ich mache zwar meinen Content auf YouTube, aber ich verdiene aktuell kein Geld damit. Das heißt, wenn ich jetzt erwischt werde, ist es tatsächlich so wie jetzt nur ein Hobby von mir. Ich betreibe YouTube nur zum Hobby. Es geht sich bei mir nicht darum, damit Millionen zu scheffeln. Wenn man jetzt Fritz Meinecke ist, Survival Martin, Naturensöhne, die haben große Kanäle, die verdienen damit Geld, die können das dadurch belegen. Hey, ich mache gerade ein Video für meinen Kanal. Die kommen dann mit dieser Aussage durch. Aber wenn ich mit meinen knapp 1000 Followern, die ich jetzt aktuell habe, im Wald mit einer Machete rumlaufe oder mit einem größeren Messer und ich werde angehalten, dann kann ich denen schlecht glaubhaft machen, dass ich da nur ein YouTube-Video drehe. Das wird man mir einfach nicht abnehmen. Auch da ist es dann natürlich die Sache, wie man sich gibt, ob man gleich aggressiv den Polizisten gegenüber wird oder dem Förster oder ob man versucht, das Ganze ruhig zu regeln. Ist halt immer so eine Sache. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal, wohin sich diese Sache entwickelt. Das waren so die Themen, die ich heute einfach mal besprechen wollte, einfach weil es mir auf dem Herzen lag. Ich finde die Kanäle von Martin, Fritz oder auch Vanessa Blank unglaublich interessant. Schaut einfach mal rein. Kai Sackmann ohnehin. Und lasst uns die Daumen drücken, dass jetzt hier von Nancy Faeser wenigstens die Outdoor-Szene in Ruhe gelassen wird und dass man sich da auf andere Probleme kümmert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.